Leute von heute, was geht? Neue Infos, beziehungsweise erste Infos zum Juni-Update sind jetzt hier am Start. Ich hoffe, euch geht's gut. Die Pause ist jetzt zu Ende, Leute. Das gute Wetter wurde jetzt zerstört von ein bisschen Regen. Ja, bei uns ein bisschen Regen, Gewitter und so. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch das Wetter ist. Auf jeden Fall, Leute, ich bin wieder back. Back wieder Videos, back wieder Livestreams. Action ist wieder am Start. Star Wars Liebe ist natürlich hier 100.000%ig am Start. Und ich habe gleich mal hier für euch die Infos, ja. Und natürlich auch eine neue Frage, Leute. Nämlich eine Frage des Tages. Wie fandet ihr eigentlich dieses System oder wie findet ihr dieses System mit den Credits, die man am Anfang bekommt, ja. Man bekommt, wenn man sich einloggt, pro Tag eine Kiste. Man denkt so, oh, was ist in der Kiste drin? Und so, da sind immer 500 Credits drin und die Kiste lässt sich immer so komisch öffnen, also sie macht immer so, oh, als wäre da was Besonderes drin, da sind immer so 500 Credits und 500 Credits, ihr wisst ja, in einer Runde macht man manchmal sogar mehr als 500 Credits, deswegen ist das wirklich nothing special, also nichts Besonderes für mich und bestimmt für euch auch. Und ich habe die heftige Nachricht, Leute, die Helden gegen Schurken Sache wird ja auch noch geändert, aber zuerst, Leute, die täglichen Kisten werden abgeschafft. Ja, denkt euch so, was geht denn jetzt ab? Komplett, Star Wars Battlefront 2 wird komplett von Kisten befreit, egal ob es unwichtige Kisten sind oder damals die Kisten, wo Sternkarten drin sind. Das ist jetzt komplett weg. Es gibt auch keine Kisten mehr, wo ihr Skins kaufen könnt. Die gibt es auch nicht mehr. Die sind alle in der Sammlung verschwunden und die kann man dann dort kaufen. Aber es gibt sowas gar nicht mehr. Also sowas gibt es gar nicht mehr in Star Wars Battlefront 2. Ab Juni 2019 wird das geändert, beziehungsweise wenn das Juni-Update rauskommt. Wann kommt das Juni-Update raus? Werdet ihr euch fragen, am 26. Juni ist es soweit. Und am 7. Juni, also diesen Freitag, ist der wichtigste Tag in Star Wars Battlefront 2, denn der entscheidet über die Zukunft, was in diesem Spiel noch reinkommt. Vielleicht nicht nur in diesem Monat, vielleicht auch die kommenden Monate, wenn wir einen Einblick in die Zukunft erwarten bzw. bekommen. Und da bin ich ja mega gespannt, was da noch auf uns zukommt. Denn wir sind schon lange nicht fertig, denn Episode 9 wurde bestätigt in Star Wars Battlefront 2. Und viele weitere Sachen werden dann auch noch kommen. Und wenn wir schon Episode 9 bekommen, ja, der Film kommt Winter raus, also November, Dezember. Das heißt, ja, wir werden sowieso da Content bekommen. Ihr wisst ja, ich bin immer gehypt. Am Anfang des Videos bin ich immer gehypt, weil ich dieses Spiel immer noch liebe und feiere und immer noch für euch live streame. Und das ununterbrochen seit der Beta von Star Wars Battlefront 2. Also seit Oktober 2017 zeige ich für euch hier Star Wars Battlefront 2 Content und Action. Und ich habe immer das Spiel verteidigt. Und es gab immer mal wieder YouTuber, die haben auch mal ein, zwei Sachen gebracht über Star Wars Battlefront 2, so große YouTuber oder so. Und dann sind die weggegangen und dann kam wieder ein Hype und dann wieder haben die wieder Videos gemacht, ein bisschen Geld kassiert, sind wieder gegangen, als immer ein Hype da war. Aber ich war immer konstant hier am Start und ihr seid ja auch konstant am Start. Es war jetzt nicht mehr so viele wie früher, ist ja klar. Weil jeder entdeckt auch andere Spiele, beziehungsweise hat vielleicht auch keine Lust mehr auf das Spiel. Aber ihr seid ja noch am Start, Leute. Und deswegen auch an euch, Grüße gehen raus. Ja? Einfach nur Grüße gehen raus. So, Kisten werden abgeschafft. Ja. Wie wird das dann eigentlich mit den 500 Credits? Sind die dann auch weg? Na, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Da wird noch irgendwie intern geguckt, was man am besten machen kann. Ein Vorschlag kam rein. Vielleicht war das auch einer von euch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Vorschlag kam rein. Das wurde auch ein bisschen Aufmerksamkeit gewidmet. Nämlich in Overwatch, in ein anderes Spiel, ja, Overwatch ist es so, dass man die erste Runde absolviert, das heißt, wenn ihr eine Runde Galaktischer Angriff spielt, werden die 500 Credits da dann gut geschrieben. Sagen wir mal, ihr macht in der Runde 700, 800 Credits, sagen wir mal einfach 700 Credits macht ihr da, da kommt der tägliche Bonus, der kommt nur einmal, das erste Spiel, kommen die 500 Credits dann dazu, das heißt, ihr bekommt die erste Runde dann 1200 Credits, was eigentlich ziemlich cool ist. Also ich finde es nicht schlecht. Frag mich aber, was passiert, wenn man die Runde abbricht. Und das denkt ihr euch sicherlich auch. Was ist, wenn Internet ausfällt? Ich denke mal, wir haben 2019, Deutschland ist immer noch nicht mit dem Internet so weit fortgeschritten, dass man sagt, hey, konstantes Internet, hier passiert gar nichts. Denn wir brauchen, glaube ich, noch 20, 30 Jahre gefühlt, dass wir endlich mal konstantes Glasfaser-Internet haben, das nicht abbricht. Ja? Obwohl Glasfaser ist auch nicht, glaube ich, unzerstörbar oder ohne Störung. Aber ich glaube, um das 600-fache robuster als Kupfer. Aber das ist Internet-Business, Leute. Sollen sich die Leute von Telekom, Vodafone sich darum kümmern. Wir sind hier für Star Wars Battlefront 2 zuständig. Aber so viel dazu.
Ja, also, das habe ich gesagt mit den Kisten. Dann, Leute, kurze Randinfo, das wird nicht im Juni kommen, das ist schon nämlich gekommen. Nämlich HVS hat sich geändert von 50 Punkte, die man bekommt, auf 35, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Das wollte ich aber nochmal erwähnen. Vielleicht diejenigen, die deswegen nicht das Spiel gezockt haben. Ja, hoppt mal nochmal rein in Hang gegen Schurken, es geht bis 35 und nicht bis 50. Was ich persönlich besser finde, weil das ist irgendwie schneller und besser, finde ich. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie besser, wenn es 4 gegen 4 schneller läuft. Aber jeder so, wie er es will, weil die meisten sagen sowieso 50 wäre besser. Aber ich bin mit 35 zufrieden. Vielleicht kann man auch die Mitte finden, so 40 oder so wäre doch gut. 45 vielleicht auch mal testen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, Helden gegen Schurken gefällt mir so, wie es jetzt ist. Dann haben wir, Leute, Helden gegen Schurken, Radarsystem, Überarbeitung, das kommt im Juni. Was ich da dazu meine ist, man sieht ja die Helden durchgehend auf dem Radar, auf der Minikarte unten links. So, das soll jetzt so sein, manche Leute haben dann gesagt, hey, das finden wir ja nicht so gut, dass ja die Helden immer gesichtet werden, da kann man die gar nicht flankieren, die wissen immer, wo man ist. Und das Problem besteht ja immer noch ein galaktischer Angriff, das heißt, die Leute stehen da schon um die Ecke mit Wachgeschütz, mit Geschützen stehen die auf und die stehen da einfach schon, pre-aim da und als Held bist du wirklich im Nachteil und die Leute wissen schon, wo du bist. Und du kannst sie kaum flankieren, außer du hast bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel Ray, Weitblick, dass du das aktivierst und die Gegner sehen dich da nicht auf der Karte, weil du da nicht ersichtlich bist, für eine ja, kurze Dauer, ein paar Sekunden. Aber ansonsten sieht man dich durch die ganze Zeit bei galaktischen Angriffen. Und es soll bei Helden gegen Schurken so geändert werden, dass ein neues Radar-Ping-System eingeführt wird. Das heißt, ihr seht dann, ja, sagen wir mal, alle paar Sekunden da, wo der Punkt ist oder wo halt der Umriss des Gegners ist. So wie ein Scan-Impuls halt so. Das könnte in einer Art und Weise kommen. Ich kann euch jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, was kommt. Aber jetzt haben wir schon ein paar Infos jetzt hier auf jeden Fall raus im Juni-Update. Da bin ich mal mehr gespannt, was da noch rauskommt. Also Radarsystem wird überarbeitet bei Helden gegen Schurken. Also ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, was einen Fans betrifft. Janida Gavanka spielt einen Versio und der Druide, Leute, wird abgeschwächt, ja, im Juni. Und ich habe noch nie jemanden gesehen oder gehört bekommen, ja, der gesagt hat, nee, ich spiele das Spiel nicht mehr, ein Verse ist zu stark, das macht einfach keinen Spaß. Also ich habe noch keine Beschwerde gehört über einen Verse. Ich weiß jetzt nicht, wie die darauf kommen, ja, keine Ahnung, wie die darauf kommen. Auf jeden Fall haben sie sich gedacht, ja, die einen, die gefällt mir ja nicht mehr so und die schwächen wir jetzt. Der Druide wird abgeschwächt. Und was ich damit meine ist, die Abklingzeit wird verlängert. Das heißt, wenn ihr eure Fähigkeiten einsetzen wollt, den Druiden und so, zum Beispiel, dass er die Gegner schockt, das soll nicht mehr so schnell gehen wie früher. Das soll abgeschwächt werden. Also die Abklingzeit soll länger dauern. Ihr müsst länger warten, bis ihr den Druiden einsetzen könnt. Also das finde ich irgendwie voll unnötig, dass man jetzt einen Versio angeht, weil ich war noch nie bei den Rebellen und habe gesagt, Alter, das nervt mich jetzt. Oder bei dem Widerstand. Das ist wirklich mir noch nie aufgefallen und hat mich noch nie gestört. Also dieser Entschluss ist für mich unschlüssig. Also warum die das getroffen haben. So, jetzt kommen wir zu Vader. Vader wird auch komischerweise wieder verbessert. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon vor dem Patch, vor dem Mai-Patch gesagt, der ist schon stark. Da wurde er richtig stark und jetzt könnte er OP werden. Ja, jetzt ist die große Frage, wird Vader im Juni OP? Ja, er ist noch langsam, deswegen glaube ich nicht, dass er OP wird, weil eigentlich sind die Helden, die stark sind oder zu stark sind, ziemlich schnell und können die Gegner wegmähen. Aber wie gesagt, da müssen wir mal schauen, wenn Juni Vaders Monat wird, dann ist Game Over, Alter, wird er OP. Nämlich, was wird verbessert? Er wird allgemein verbessert, er kann mit fokussierter Wut die Gegner one-shotten mit einem Lichtschwert. Er macht dann 150 Schaden. Das heißt, wenn ihr die mittlere Fähigkeit aktiviert, L1 und R1, dann habt ihr die aktiviert, das geht ja ein paar Sekunden, dann könnt ihr Gegner one-shotten. Das heißt, ihr seht eine Gegnermenge, ist ein bisschen schwer hinter den Gegnern zu kommen, wie gesagt, wegen dem Radarsystem. Aber wenn es mal passiert und ihr seht mal 4 Gegner und die sehen euch nicht, aktiviert ihr ihre Fähigkeit, haut die Gegner, also ihr braucht 4 Lichtschwerthiebe, mit dem ihr 4 Gegner töten könnt. Also es geht dann richtig ruckzuck, bin ich mega gespannt, ob diese Kombination OP sein wird. Also ich werde Vader auf jeden Fall testen im Juni, Leute. Könnt ihr euch auf dem Vader-Gameplay hier auf diesem Kanal freuen. Das will ich mal testen. Also die mittlere Fähigkeit, absolut Beast-Fähigkeit, obwohl ich mal überlegen muss, wie lange ist denn die Abklingzeit. Ich habe vorhin Ray erwähnt, denn Ray wird jetzt auch noch erwähnt, nämlich Leben pro Kill ab Juni für Schurken von 60 auf 100. Das ist eigentlich bei jedem so, außer das war bei Ray so, ich weiß nicht warum. Das heißt, wenn ihr die Sternkarte ausrüstet, wo Ray Leben zurückregeneriert, wenn sie einen Gegner tötet, das war bei den Helden so, wenn sie einen Schurken besiegt, dass es nur 60 regeneriert, jetzt 100 wie bei allen anderen. Also nothing special, aber ich wollte es auch nochmal erwähnen.
Also Anakin Skywalker, Leute, die größte Baustelle in Star Wars Battlefront 2 Geschichte, nämlich die vierte Fähigkeit wird erstmal nicht entfernt. Ja, die wird nicht erstmal entfernt, die wird gar nicht entfernt. So sind die Infos jetzt. Und falls ihr irgendwelche Videos oder irgendwelche Sachen hört, es sind Fake News, Leute, dass andere Helden auch vierte Fähigkeiten bekommen. Hört nicht darauf, Fake News, und lasst das einfach gut sein. Ich weiß nicht, warum das Leute weitererzählen, aber es ist wirklich nicht in Ordnung. Und die heroische Stärke wird verschlechtert. Und wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich falsch liege, könnt ihr das gerne in den Kommentar schreiben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es die mittlere Fähigkeit, Leute. Nämlich, wo Anakin Skywalker so die konzentrierte Energie sammelt und die Gegner dann wegmäht. Ich glaube, das ist die Fähigkeit. Die wird verschlechtert. Und ich fand die schon richtig stark und OP. Jetzt wird die verschlechtert und angepasst. Das finde ich gut. Aber Informationen dazu habe ich nicht. Die kommen diesen Freitag. Ja, Leute, das sind die ersten Informationen zum Juni-Update. Ich bin mega gespannt auf Freitag. Ich hoffe, ihr auch. Es sind noch 4 Tage, Leute. Nur noch 4 Tage, dann bekommen wir die ganzen Infos. Ich bin auf jeden Fall raus. Denkt an die Frage des Tages, Leute. Macht's gut heute rein. Guckt ihr, bewertet nicht, wer es ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.